In diesem Video schauen wir uns an, wie wir mit der Backup-Software Acronis True Image 2021 unser erstes Backup erstellen können. Dazu starte ich jetzt einfach mal das Programm und in der Übersicht sehe ich erstmal hier unseren Computer und da sehe ich dann, dass da schon was ausgewählt wurde, nämlich 22 GB. Das liegt daran, dass in der Standardeinstellung einfach der komplette PC zur Sicherung ausgewählt wird. Geht auch völlig in Ordnung, wenn ihr andere Ansprüche habt, könnt ihr hier einfach das ändern, zum Beispiel auf Dateien-Ordner-Ebene das Ganze machen. Auf der rechten Seite wird das Ziel angegeben. Das ist jetzt in dem Beispiel die Acronis Cloud. Wir wollen aber mal ein Backup auf ein lokales Medium machen. Deshalb gehe ich hier auf Ziel ändern und wähle hier meine lokale Festplatte aus, die ich per USB angeschlossen habe. In meinem Fall ist es keine Festplatte, sondern ein USB-Stick, kommt aber aufs Gleiche raus. Einmal hier draufklicken und dann ist das Ziel ausgewählt. Jetzt würde ich euch noch empfehlen, das Backup einmal mit einem sicheren Passwort aus eurem Passwortmanager zu verschlüsseln. Ihr braucht dann bei der Wiederherstellung entsprechend auch das Passwort natürlich. Hier unten würde ich jetzt noch empfehlen, auf Optionen zu gehen und die Sicherungsfrequenz einzustellen. Ich würde echt sagen, täglich, das sollte schon drin sein, weil das kann ärgerlich sein, wenn einem dann am Ende 6 Tage fehlen, in denen man vielleicht stundenlang am PC gearbeitet hat und die ganze Arbeit weg ist. Die erweiterten Einstellungen kann man so lassen oder noch anklicken, dass halt verpasste Aktionen ausgeführt werden, wenn die Platte angesteckt wird. Das kann dann passieren, wenn zum Beispiel zu der Zeit, die wir jetzt hier einstellen, der PC nicht an war und dann würde das halt später ausgeführt werden. Backup-Schema ist auch noch interessant. Hier ist inkrementell ausgewählt und er erstellt immer eine volle Version nach ein paar inkrementellen Sicherungen. Wir haben jetzt aber täglich ausgewählt und der würde jetzt quasi eine volle Version alle oder am 6. Tag oder nach der 5. inkrementellen, also ziemlich oft würde der eine Voll-Backup erstellen und würde das aber erst ziemlich spät löschen, also nach 183 Tagen. Also gerade wenn man halt auf tägliche Sicherung geht, würde ich das Ganze hier ein bisschen hochsetzen, dass man nicht so viele Voll-Backups hat, sonst braucht man ziemlich viel Speicher am Ende des Tages. Kann man mal auf 30 zum Beispiel setzen, dann hätte man in jedem Monat einmal ein Voll-Backup. So, und die restlichen Sachen würde ich auf Standard lassen. Man kann sich jetzt hier noch benachrichtigen lassen. Ausschlusskriterien sind auch sinnvoll gewählt. Von daher kann man jetzt einfach sagen, okay, und kann jetzt hier einmal das Backup ausführen. Jetzt werden wir hier noch gefragt, ob wir so ein Survival-Kit wollen. Das breche ich jetzt einmal ab. Das werde ich aber in einem anderen Video noch zeigen, was es damit auf sich hat. Ich klicke jetzt mal hier auf mit Backup fortfahren und jetzt sollte der doch zeitnah beginnen, das Backup zu starten. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man mit Acronis True Image ein Backup erstellen kann. Wir werden jetzt in den weiteren Videos noch schauen, wie kann ich es wiederherstellen im Fall, dass ich einen Datenverlust hatte und wie kann ich zum Beispiel auch dieses Rescue Kit erstellen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und über einen Daumen nach oben.